Meine Top 100 Filme, die besten Filme aller Zeiten. Es ist mir so schwer gefallen, das nur auf 100 zu begrenzen. Ich musste einiges hin und her schieben, rein, rauskicken aus dieser Liste. Aber hier ist sie, meine Top 100. Genau, ich habe euch den Film jeweils rausgesucht, ihn auf meine Art und Weise von 1 bis 10 bewertet und euch sogar noch rausgesucht, wo ihr den streamen könnt. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus oder Sky. Manche sind halt nirgendwo gerade in der Flatrate zu streamen. Die müsst ihr euch da als Blu-ray kaufen oder wie dem auch sei. Okay. Wir sind jetzt im Videoschnitt im Nachhinein noch so viele Filme eingefallen. Ich werde noch eine weitere Top 100 Liste machen. Die gibt's dann nächste Woche. Also die 100 weiteren besten Filme aller Zeiten. Beginnen wir als erstes, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wir beginnen als erstes mit einem Comedy-Film und zwar mit Pitch Perfect auf Platz 100. Hat jetzt wahrscheinlich niemand erwartet auf dieser Liste. Pitch Perfect ist eine Filmreihe, da geht es um ein paar Mädels auf dem College, die eine A-Cappella-Band gründen. Es ist absolut Comedy, es geht alles schief. Mich hat das sehr entertained. Der erste Film zumindest, den fand ich sehr gut. Den zweiten, der war okay. Der dritte, den fand ich, glaube ich, sehr schwach. Aber insgesamt gebe ich Pitch Perfect, dieser Reihe, eine 6 von 10. Die machen schon Spaß. Sind jetzt nicht die besten Filme aller Zeiten, aber die machen Bock. Dann auf Platz 99 habe ich eine Filmtrilogie stehen, nämlich Meine Frau, ihre Eltern und ich, meine Frau, Schwiegereltern und ich, bliblablub, da gibt es mehrere Filme zu. Dem Ganzen habe ich auch eine 6 von 10 gegeben, gibt es auf Prime Video und auf Netflix zu streamen. Ben Stiller in der Hauptrolle. Ich fand es ganz lustig, ja, das, der Originaltitel ist, glaube ich, Meet the Fockers. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf der 98 habe ich einen Science-Fiction-Film, In Time. 6,5 von 10 gebe ich dem Ganzen. Justin Timberlake und Olivia Wilde spielen die Hauptrollen in diesem Film. Und Amanda Seyfried, genau. In Time hat ein sehr, 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 sehr cooles Konzept, schwächelt aber leider in der zweiten Hälfte des Films. Die Idee des Films ist mega. Und zwar, in der Welt von In Time altern die Menschen nur noch bis zum 25. Lebensjahr. Ab dem Alter von 25 haben die Lebenszeit, die auf ihrem Unterarm zu sehen ist. Und diese Lebenszeit läuft runter. Jeder startet mit dem gleichen Betrag. Das heißt, es gibt kein Geld, sondern du bezahlst mit Zeit. Du willst einen Kaffee trinken, bam, du bezahlst mit 3 Minuten deines Lebens. Und so läuft die Zeit runter, bis irgendwann null steht, dann bist du tot. Also sind die Reichen super unsterblich und leben tausende von Jahren. Und die Armen kämpfen jeden Tag ums Überleben. Die Idee dahinter, mega. Ausführung, kann man sich mal angucken, ist okay, aber hier bessere Filme. Auf Platz 97 habe ich Krieg der Welten mit Tom Cruise in der Hauptrolle. In Krieg der Welten geht es darum, das ist eine Verfilmung von einer alten Geschichte aus den, ich glaube, 1930ern oder so. Da gab es auch schon einen Film dazu. Außerirdische kommen auf die Erde, machen hier Rambazamba, terrorisieren, töten alle Menschen, bliblablub. Die Menschheit muss dagegen kämpfen und versuchen zu überleben. Zu Krieg der Welten, zu der Geschichte dazu, gibt es eine ganz lustige Anekdote und zwar wurde damals diese Geschichte im Radio vorgelesen. In der Originalgeschichte sind das, glaube ich, Marsianer, Marsmenschen oder also Außerirdische vom Mars. Viele Amerikaner haben das im Radio gehört und dachten, das wäre gerade eine Nachrichtensendung und haben halt voll Panik geschoben, sind in ihre Häuser, in ihre Bunker gerannt, haben sich einfach barrikadiert und so weiter, weil sie dachten, jetzt kommt halt wirklich ein Alien-Angriff. Ganz lustig. Ja, der Film hat mich entertained. Kann man drüber streiten, ob der jetzt in die Top 100-Liste gehört, aber kann man sich auf jeden Fall angucken. Gibt's gerade auf Netflix. Diese ganzen Stream-Empfehlungen habe ich von der Webseite werstreamt.es. Angaben ohne Gewähr. Diese Angaben sind alle von der Seite. Ich habe es nicht alles nochmal einzeln geprüft, ob es jetzt in diesem Moment auch wirklich auf Netflix oder wo auch immer zu streamen ist. Platz 96, da befindet sich der Krimi-Film L.A. Confidential mit Mega-Promis in den Hauptrollen. Russell Crowe spielt die Hauptrolle, Kevin Spacey ist mit dabei, Guy Pearce ist mit dabei, Kim Basinger spielt die Hauptcharakterin. Der Film ist, glaube ich, aus 1997 und spielt im Prinzip in den 1950er Jahren, glaube ich. Das ist also im Prinzip so eine Hommage an diese alten Film-Noir-Filme. Krimis aus den 50ern, ne? Schwarz-Weiß, Detektiv, Zigarre. Es läuft so Jazzmusik. Es war ein kalter Nachmittag. 1953. So, wisst ihr, was ich meine, ja? So, in dem Stil ist der Film so ein bisschen gehalten, beziehungsweise er zeigt so diesem Genre seine Liebe. Ich fand den super, ist ein Krimi-Film. Es geht um, ja, Mafia-Banden in Los Angeles, aber es ist kein klassischer Mafia-Film. Es geht eher so um den Krimi-Aspekt dahinter, um einen Polizisten, der da versucht, diesen Fall zu lösen, beziehungsweise um mehrere Polizisten, die versuchen, diesen Fall zu lösen. Fand ich mega. Auf Platz 95 habe ich zusammengefasst alle 8 Harry-Potter-Filme. Der ein oder andere, vor allem das ein oder
oder andere 90s-Kid wird mir jetzt wahrscheinlich den Kopf dafür abschlagen wollen, aber Harry Potter war für mich nicht immer so krass von der Nostalgie her so krass relevant wie beispielsweise Star Wars. Also das, was für viele Harry Potter ist oder auch Herr der Ringe, ist für mich mal Star Wars gewesen. Deswegen, Harry Potter auf jeden Fall erwähnenswert, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, alle Filme, aber ist nicht so meine Welt. Deswegen habe ich die so relativ weit unten hingepackt. Ist jetzt nicht so ganz das meine. Ich bin jetzt nicht so begeistert von dem ganzen Krams. Weiß nicht, hat mich nie so krass gecatcht. Auf Platz 94 habe ich so einen eher Underground-Independent-Film, nämlich Ex Machina. In Ex Machina geht es um künstliche Intelligenz, ist ein Science-Fiction-Film. Es geht um künstliche Intelligenz in der nahen Zukunft und der Konflikt dazwischen, wenn künstliche Intelligenz auf menschliche Intelligenz trifft und wo endet eigentlich ein künstliches Leben und wo beginnt ein echtes Leben und wo verschwimmt da die Grenze auch irgendwo. Sehr spannender Film, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Weiter geht es mit der 93. Also, das ist fast schon schade, dass ich den in die Top 100 gepackt habe, aber ich fand ihn einfach so lustig. Ich wollte ihn wirklich einmal featuren auf dieser Liste. Und zwar kennt ihr ja, denke ich mal, alle die alten Vacation-Filme aus den 80ern. Generell, die würde ich da fast schon mit einschließen. Und zusätzlich dazu gibt es auch noch eine Erweiterung, die ist vor ein paar Jahren rausgekommen, mit Ed Helms in der Hauptrolle. Das ist nämlich der Sohn. Der ist jetzt erwachsen, hat selbst eine Familie. In Vacation geht es um die Familie Griswold, die einen Roadtrip macht. Und auf diesem Roadtrip geht alles schief. Selbst schon das Auto, das die sich dafür gemietet haben, ist einfach, ich glaube, aus Albanien, ist so ein billig Schrottauto. Das ist ein Elektroauto, hat aber irgendwie zwei Kabel, hat eine Fernbedienung und jeder Kopf macht random Zeug. Auf dem einen Knopf dreht sich plötzlich der Fahrer. Der Fahrer sitzt und auf dem anderen Knopf explodiert das Auto und hast du nicht gesehen. Also total dumm. Es ist ein richtig, richtig bescheuerter Trash-Film, aber ich habe mich schlapp gelacht. Chris Hemsworth spielt überraschenderweise auch eine sehr lustige Rolle, die man so gar nicht erwarten würde von ihm. Sehr, sehr, sehr lustiger Film, kann ich nur empfehlen. Guckt den nicht mit euren Eltern. Das ist eher so ein Film, den ihr vielleicht mit euren Freunden oder mit eurem Partner oder eurer Partnerin gucken könnt. So Hangover-mäßig vom Niveau her. Zu streamen gibt's den gerade nirgendwo in der Flatrate. Also den müsste man sich entweder ausleihen oder kaufen. Platz 92, da habe ich eine Filmtrilogie, nämlich die Oceans-Trilogie. Oceans 11, 12 und 13. In den Oceans-Filmen geht es um einen Verbrecher, einen Betrüger, der immer so richtig, richtig krasse Coups zieht. Aber so richtig krasse. George Clooney spielt die Hauptrolle, Brad Pitt spielt eine Hauptrolle, Julia Roberts spielt eine Hauptrolle. Einige sehr hochkarätige Schauspieler versammeln sich da und der macht sehr viel Spaß. Im ersten Film beispielsweise rauben die ein Casino aus, klauen da irgendwie 150 Millionen Dollar oder so. Also es ist halt so ein klassischer Heist-Film. Es geht um diesen Diebstahl und es ist sehr unterhaltsam gestaltet und von Film zu Film kommen neue Charaktere dazu, die diese Runde wieder immer weiter erweitern. Es macht mega viel Spaß. Gönnt euch die auf jeden Fall, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Auf Platz 91 habe ich ebenfalls eine Filmreihe und zwar die Jason Bourne-Filme. Jesus Christ, that's Jason Bourne. Bourne Identität, Bourne Ultimatum ist der dritte. Wie hieß denn der zweite? Das weiß ich. Bourne Vermächtnis ist der vierte und wie hieß der zweite? Weiß ich gerade nicht mehr. Jason Bourne-Filme, Matt Damon als Jason Bourne. Wer Actionfilme mag, sollte die auf jeden Fall schauen. Das sind so die klassischen Actionfilme schlechthin. So der Klassiker, ehemaliger CIA, Bourne Verschwörung ist der zweite, genau. Ehemaliger Super CIA Agent, Special Agent, wie auch immer, der sein Gedächtnis verliert und er vergisst, dass er überhaupt so ein Agent ist und wir wissen es auch gar nicht ganz genau. Muss man fühlen. Tom Gerlach sagt, fühle ich null. Ich persönlich finde die sehr unterhaltsam, ist sehr cool gemacht. So von der Action her ist schon ganz nice. Platz 90. Da habe ich einen Film, den wahrscheinlich kein anderer Mensch jemals in so eine Top 100 packen würde. Und zwar Prince of Persia mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Ja, ist im Prinzip eine Verfilmung zu dem Videospiel Prince of Persia. Fand ich sehr cool. Hat mich sehr unterhalten und ich habe dazu damals mit meinen Geschwistern sogar eine Synchro gemacht. Die ist leider nicht mehr online, weil YouTube die offline genommen hat. Aber sehr, sehr, sehr cool. Also Prince of Persia macht schon echt Spaß. Auf Platz 89 habe ich einen Science-Fiction-Film mit Will Smith in der Hauptrolle, I, Robot. In I, Robot geht es darum, das spielt so in mittlerweile nur noch in 10 Jahren. Also das hatte damals in 30 Jahren Zukunft gespielt. Film ist aber fast 20 Jahre her. Will Smith spielt in einer Welt, in der Roboter normal geworden sind. Jeder Haushalt hat einen Roboter, der sich kümmert um einen, der für einen den Einkauf erledigt, den Haushalt macht, wie dem auch sei. Und
jetzt kommt eine neue Generation von Robotern, die noch krasser sind und noch krassere künstliche Intelligenz haben. Da passiert jetzt aber ein Verbrechen. Der Creator davon, der Schöpfer dieser Roboter, wird nämlich getötet. Und Will Smith ist ein Polizist oder ehemaliger Polizist. Polizist in Suspension, der sich diesem Fall jetzt annimmt, weil Will Smith hasst diese Roboter. Er ist ein Oldschooler, hat als einziger nicht alles Smart Home und so weiter, sondern er hat alles Oldschool. Er hat eine klassische Stereoanlage, ein klassisches Motorrad mit Benzin drinne und nicht ein Elektromotorrad wie alle anderen. So, er ist ein Oldschooler, er hasst diese Roboter und er verdächtigt nämlich einen Roboter, dass er diesen Mord begangen hat. Und natürlich glaubt das kein Mensch, weil Roboter können ja keinen Mord begehen. Die können ja einem Menschen nicht schaden. Das Ganze ist entnommen der Kurzgeschichte von Isaac Asimov. Cooler Film, macht Spaß. Wir haben den letztens nochmal geguckt, da habe ich so realisiert, krass, so gut wie damals als Kind, wie ich den als Kind fand, finde ich den jetzt gar nicht mehr. Aber der macht schon Spaß. Auf Platz 88 habe ich einen Film namens Die Insel. Aus dem Jahr 2005 ist der, glaube ich. Ewan McGregor spielt die Hauptrolle. Die meisten kennen ihn als Obi-Wan Kenobi aus den Star Wars Prequels und jetzt bald die Obi-Wan-Serie. Scarlett Johansson spielt in dem Film mit und einige andere hochkarätige Schauspieler ebenfalls. In Die Insel geht es um eine postapokalyptische Zukunft. Oder nee, gar nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Science-Fiction-Film. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich das am besten zusammenfassen kann. Auf jeden Fall spielt das so in so einer futuristischen Welt, wo sich aber rausstellt, es ist gar nicht so, wie es erstmal scheint. Und in der zweiten Hälfte des Films realisiert man, krass, da ist noch viel mehr im Hintergrund. Ich kann es nicht mehr ganz genau zusammenfassen. Ist sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Aber ich würde dem Film eine 7 geben. Deswegen, weil wir gerade bei der 7 von 10 angekommen sind, Die Insel. Ja, Matrix habe ich nicht auf der Liste stehen. Matrix würde aber an der Stelle gleichwertig eine Honorable Mention kriegen. Ist ein ähnliches Motiv und ja, passt da irgendwo ganz gut zusammen. Oh, Free Guy wird gerade im Chat genannt. Hab ich jetzt nicht auf der Liste stehen. Würde ich aber auch hier irgendwo einordnen, so in diesen 80er Plätzen. Kommen wir zu Platz 87. Avatar Aufbruch nach Pandora. James Camerons Meisterwerk, der nach wie vor erfolgreichste Film aller Zeiten, hat insgesamt 3 Milliarden US-Dollar eingespielt. War der erste große 3D-Film aller Zeiten. Und das ist wahrscheinlich auch so der Hauptgrund, warum der so dermaßen krass erfolgreich ist. In Avatar Aufbruch nach Pandora ist es im Prinzip einfach die Geschichte von Pocahontas, nur in anders. Und zwar geht es darum, in ein paar hundert Jahren fliegt die Menschheit zu einem anderen Planeten, weil auf diesem Planeten ein ganz besonderes, wertvolles Material gefunden wird. Und die Menschheit möchte dort jetzt dieses Material abbauen. Dieses Material befindet sich aber unter einem heiligen magischen Baum von einer heiligen magischen Bevölkerung, denn alle Lebewesen auf diesem Planeten Pandora leben im Einklang miteinander, im Einklang mit der Natur. Ganz klassisch, genauso wie immer, der Mensch kommt, will die Natur zerstören und will dieses Erz abbauen, weil Geld. Der coole Twist an dem Film, das, was es da so ein bisschen ändert im Vergleich zu Pocahontas und diesem Standard, dieser Standardgeschichte, ist, der Hauptcharakter ist Teil von einem Forschungsteam, das Avatare benutzt. Diese Avatare sind herangezüchtete Körper. Genau die Körper von den Ureinwohnern dieses Planeten, die Na'vi. Und die können über bestimmte Maschinen ihr Gehirn bzw. ihren Geist, ihre Intelligenz in diese Avatar-Körper rein übertragen und diesen Körper steuern. Das bedeutet, die können jetzt als Na'vi auf dem Planeten rumlaufen und mit diesen Na'vi kommunizieren und können auch auf diesem Planeten leben. Da ist keine gute Atmosphäre, aber in diesem Körper können sie ohne irgendwelche Schutzmasken und so weiter leben. Und der Hauptcharakter ist jetzt ein Bindeglied zwischen diesen Ureinwohnern, den Na'vi, und zwischen den Menschen und soll da kommunizieren und wie die Geschichte immer so den Lauf nimmt, ne, dann verliebt er sich, bliblablub. Auf Platz 86 habe ich Birdman ist aus dem Jahr 2014, hat, glaube ich, in dem Jahr sogar den Oscar bekommen für den besten Film des Jahres. 2014 war ein krasses Filmjahr, meiner Meinung nach eins der allerstärksten Filmjahre überhaupt. In dem Jahr kam auch Whiplash, im Jahr kam Imitation Game, mega. Aber Birdman, da geht es um den Hauptdarsteller Michael Keaton, spielt da die Hauptrolle. Es spielen Emma Stone mit, es spielt Edward Norton mit, es spielt Zach Galifianakis mit, es sind mega viele hochkarätige Schauspieler. In Birdman geht es um einen Schauspieler, der mal ein einziges Mal eine krasse Rolle hatte, nämlich die des Birdman. Anspielung an Batman. Michael Keaton hat Batman gespielt. Der jetzt nur bekannt dafür ist, dass er damals mal Birdman gespielt hat. Und jetzt kriegt er nur noch zweitklassige Rollen sozusagen. Ist ein Film-Drama, aber Achtung, aufgepasst, das richtig Coole an Birdman ist, der ganze Film Birdman ist dargestellt wie ein One-Taker. Der ganze Film enthält keinen einzigen sichtbaren Schnitt. Es ist alles
in Echtzeit von einem Kameramann sozusagen mit einer Kamera gefilmt. Mega krass. Klar sind da viele versteckte Schnitte und so drinne, aber die haben wirklich viele Sequenzen so One-Take gefilmt. Absolut ungewöhnlich für Hollywood. Mega cool. Den kann ich euch nur empfehlen. Alleine schon der Aspekt ist es wert, sich den Film mal anzuschauen. Was das angeht, so Filmmaking-technisch, auch wenn euch die Story vielleicht nicht packt, Filmmaking-technisch achtet da mal drauf. Das ist wie bei einem Zaubertrick hinzugucken, weil man wissen will, wie er das macht. Ne? So, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das macht sehr viel Spaß. Auf Platz 85 habe ich ein Thriller-Drama namens Prisoners. Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal in einer ihrer Glanzrollen auf beiden Seiten, finde ich persönlich. In Prisoners geht es darum, ein Kind wird entführt, glaube ich, und der Vater, gespielt von Hugh Jackman, möchte dieses Kind jetzt finden. Ist bereit, seine moralischen Werte dafür hinzuschmeißen, um den Täter zu finden, um sein Kind zu befreien. Das ist, glaube ich, so ungefähr der Rahmen von Prisoners. Ist wieder etwas länger her, dass ich den gesehen habe. Aber spannender Film, Hammer Schauspieler, Hammer Soundtrack, mega gut gemacht. Und an der Stelle fällt mir gerade im Videoschnitt noch ein weiterer Film ein mit einem ähnlichen Thema, nämlich Mystic River. In Mystic River wird die Tochter von dem Vater, der die Hauptrolle spielt, ermordet und er möchte jetzt den Täter finden und wirft auch da seine moralischen Werte in den Mülleimer. Hammerfilm. Gönnt euch den auf jeden Fall. Gibt's aktuell auf Netflix. Auf Platz 84 habe ich einen absoluten Klassiker, die Truman Show, mit Jim Carrey in der Hauptrolle. In der Truman Show geht es um Folgendes. Der Hauptcharakter, Truman, gespielt von Jim Carrey, lebt in einer Kleinstadt in den USA und realisiert innerhalb der ersten 15, 20 Minuten des Films, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwann fällt vom Himmel ein Scheinwerfer und er denkt sich, hä? Irgendwann realisiert Truman, ohne das zu viel zu spoilern jetzt, Truman realisiert, dass seine Welt gar nicht die echte Welt ist, sondern dass sein ganzes Leben eine Reality-Show ist. Alle Menschen aus seinem Umfeld sind Schauspieler, die so tun, als wären sie seine besten Freunde, seine Eltern, seine Geschwister, wie dem auch sei. Sein ganzes Leben ist eine Reality-Show, die ganze Welt guckt. Krass. Sehr krasser Film. Schaut euch den auf jeden Fall an. Den gibt es leider gerade nirgendwo zu streamen, aber schaut euch den auf jeden Fall an. Auf Platz 83 habe ich Goodfellas. Goodfellas ist ein klassischer Mafia-Film. Geht auch 3 Stunden oder so. Von Martin Scorsese brauche ich nicht viel zu sagen. Ganz klassisch, italienische Mafia. Streckt sich, glaube ich, über 30 Jahre von der Handlung. Es geht um einen Jungen, der da reinrutscht in diese Mafia und sein Rise and Fall sozusagen. Sein Aufstieg in dieser Mafia und am Ende dann sein Sturz. Macht sehr viel Spaß. Sehr, 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 sehr coole Schauspieler dabei. Gun Girl habe ich auf der 82. In Gun Girl spielt die Hauptrolle Ben Affleck, seine Frau, gespielt von Rosamunde Pike, heißt die, glaube ich, ne? Seine Frau verschwindet und alle verdächtigen jetzt aber ihn, dass er dafür verantwortlich ist. Ben Affleck ist aber nicht dafür verantwortlich. Oder etwa doch, oder etwa nicht, oder etwa doch. Es spielen tolle Schauspieler mit. Es ist sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, David Lyncher ist Regisseur gewesen von dem Film. Mega, mega spannend, mega unterhaltsam, macht sehr viel Spaß. Tolle Schauspieler. Gönnt euch den Film. Auf Platz 81 habe ich Gladiator. Gladiator ist aus dem Jahr 2000. Russell Crowe spielt einen Gladiatoren im alten Rom. Joaquin Phoenix spielt den Kaiser zu dieser Zeit. Hammermäßig. Und das Allerbeste an dem Film ist der Soundtrack von Hans Zimmer. Instant Gänsehaut, wirklich. Ich muss nur die ersten Töne hören, sofort Gänsehaut. Gladiator hat einen der besten Soundtracks aller Zeit. Easy in der Top 10 der besten Soundtracks aller Zeit. Guckt euch den auf jeden Fall an. Mega emotional. Ihr heult am Ende Rotz und Wasser. Auf Platz 80, ebenfalls mit 7,5 von 10, habe ich Mord im Orient Express. Das ist eine Verfilmung von dem alten Roman von Agatha Christie, glaube ich. Ne? Hochkarätige Schauspieler. Johnny Depp ist mit dabei. Ist, glaube ich, der Einzige, der mir gerade einfällt. Aber es sind sehr viele sehr tolle Schauspieler. Ist die klassische Geschichte von Mord im Orient Express. Da gab es jetzt 2017, glaube ich, eine neue Verfilmung. Genau, William Dafoe spielt auch mit. Mega, mega gut. Alle spielen hammermäßig und macht sehr viel Spaß zu schauen. Auf Platz 79 habe ich den ersten Transformers-Film. Nur den ersten. Alle anderen finde ich sind Schrott. Aber der erste Transformers hat damals echt Spaß gemacht. Shia LaBeouf, Megan Fox, die Filme, in denen sie so richtig groß nochmal ihren Durchbruch hatten. Ist halt ein Film von Michael Bay, ne? Also alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, explodiert oder stirbt. Macht sehr viel Spaß. Ist halt, man muss das Gehirn ausschalten und dann kann man den echt genießen.
aber nur den ersten. Auf Platz 78 habe ich die neue Planet der Affen Trilogie. Damit meine ich, deutschen Titel sind Planet der Affen Prevolution, Rise of the Planet of the Apes, Planet der Affen Revolution, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die alle heißen im Deutschen. Genau, die neue Planet der Affen Trilogie, sehr cool, also wenn man sowieso auch den alten Planet der Affen gesehen hat, der mittlerweile irgendwie 50 Jahre alt ist oder so. Und auch damals die Tim Burton-Verfilmung mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Das war so der Planet der Affen-Film meiner Kindheit. Wenn man die so kennt und man ist so in dieser Welt drin, dann macht diese Trilogie sehr viel Spaß, denn die dreht alles etwas um, baut alles ganz anders auf, ist sehr modern gemacht, unglaublich krass gemacht. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus und fühlt sich gut an, der Film. Der erste, den finde ich da am stärksten. Der zweite war auch noch cool. Ich glaube, den dritten fand ich dann wieder nicht so nice. Ist oft so in der Trilogie, dass so von Film zu Film die Qualität etwas abflacht. Aber trotzdem kann man sich mal anschauen auf Disney+. Auf Platz 77 habe ich einen absolut trashigen Comedy-Film. Ich bin ein riesiger Fan, ich weiß, da bin ich polarisierend mit, aber ich bin ein riesiger Fan von Seth Rogen, Jonah Hill in Zusammenarbeit mit Evan Goldberg, heißt er, glaube ich. Wenn die zusammen Filme schreiben, Superbad, Das ist das Ende und so weiter. Digga, es ist, du heulst vor Lachen, Rotz und Wasser. Das ist das Ende hat ein sehr cooles Konzept. Es geht um das Ende der Welt. Ja, die Welt geht unter. Alle Schauspieler spielen sich selbst. Seth Rogen spielt sich selbst. James Franco spielt sich selbst. Michael Cera spielt sich selbst. Aber alle sind verdreht. Michael Cera beispielsweise ist ja ein Schauspieler, der immer so sehr nerdige, schüchterne, awkward Charaktere spielt. Jetzt stellt sich raus, der Schauspieler ist eigentlich so voll der Draufgänger, ist am Koksen, hat die ganze Zeit die Mädels um sich herum und so weiter. Also, sehr witzig. Die machen so eine Parodie auf diese ganzen Hollywood-LA-Klischees und so weiter. Hast du Ziemlich beste Freunde gesehen? Hab ich. Der ist jetzt nicht in dieser Liste dabei, aber ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr guter Film. Der könnte auch easy auf Platz 50 oder so dieser Liste stattfinden. Definitiv. So, weiter geht es mit ebenfalls einem Comedy-Film, nämlich Jungfrau 40, männlich sucht, ist der deutsche Titel davon. Steve Carell in der Hauptrolle, ebenfalls wieder Seth Rogen dabei, Paul Rudd, also der Ant-Man-Schauspieler, ist mit dabei. Es sind einige lustige Leute dabei, die einen wirklich guten Job machen. Es geht darum, Steve Carells Hauptrolle ist 40 Jahre alt, aber immer noch Jungfrau. Er ist ein absoluter Nerd, hat so seine Hobbys, ist absolut schüchtern und kann überhaupt nicht mit Frauen. Und seine Arbeitskollegen kriegen das mit und wollen ihm jetzt dabei helfen, ein Frauenheld zu werden. Und da passieren super lustige Dinge. Die Szene, bei der sie ihm die Brust waxen, das ist echt eine der lustigsten Szenen ever, weil die haben Steve Carell wirklich einfach gewaxt. Und das ist nicht geskriptet. Die haben die Kamera draufgehalten und gesagt, Steve, sag, was du willst. No, Kelly Clarkson! Help! I hate you! Stop smiling! You look like a man-o-lantern. Und seine ganzen Reaktionen, guckt ihr auf jeden Fall bitte im Original. In der Synchro geht sowas natürlich verloren. Das gilt für alle Filme hier, die am besten immer in der Originalsprache. Ja. Sehr, sehr, sehr lustige Szene, sehr lustiger Film. Weiter geht's. Auf Platz 75 habe ich den Film 2012. Da geht es nämlich ebenfalls um das Ende der Welt, das ja prophezeit war für das Jahr 2012, laut dem Maya-Kalender, bliblablub. Und in dem Film passiert es wirklich. Die Welt geht wirklich unter. Wie reagiert die Menschheit darauf? Klassischer Katastrophenfilm im Roland Emmerich-Style. Alles geht unter. Kontinentalplatten reißen auseinander. Ganze Städte versinken einfach im Erdboden. Mega cool. Macht Spaß. Auf Platz 74 habe ich die Zurück in die Zukunft Trilogie. Ich weiß, der ein oder andere hätte die wahrscheinlich irgendwie in der Top 10 oder Top 20 gehabt. Die gehört auf jeden Fall in die Liste mit rein. Ist eine sehr, sehr, sehr coole Filmreihe. Macht sehr viel Spaß. Aber hat für mich nicht so viel Nostalgie wie für den einen oder anderen. Aber gönnt euch das auf jeden Fall. In Zurück in die Zukunft geht es um Zeitreisen. Marty McFly arbeitet mit Doc Brown zusammen und reist in der Zeit zurück, verändert dort aber Dinge. Dadurch verändert sich die Gegenwart und er muss all diese Dinge wieder korrigieren, damit die Gegenwart wieder weiter existiert und er weiter existiert, weil er leider durch seine Zeitreise aus Versehen dafür sorgt, dass er selbst nicht mehr existiert, dank dem Großvaterparadoxon. Der Film ergibt also technisch gesehen gar keinen Sinn, aber macht sehr viel Spaß. Teil 2 und Teil 3 genauso. So, gönnt euch auf jeden Fall. Platz 73, Leon der Profi. Jean Reno spielt einen Auftragskiller, glaube ich. Und das war Natalie Portmans erster großer Film. Da war sie 11 oder 12 Jahre alt. An der Seite von Jean Reno. Gary Oldman spielt den Antagonisten des Films. Mega krass. Also im Prinzip, kurz zusammengefasst, Natalie Portman spielt ein kleines Mädchen, die aus einem sehr schlechten Elternhaus kommt und ausbüxt.
Und Leon, der Profi, der Auftragskiller, ist so ein eher so ein Soziopath und nimmt sie jetzt aber auf und die entwickeln so eine Art Vater-Tochter-Dynamik. Er muss also auf sie aufpassen, um ihr Leben beschützen, sein eigenes Leben beschützen, blablabla. Mega cooler Film. Gönnt euch. Und Hammer Soundtrack, nämlich Sting mit dem Lied Shape of My Heart, ist der Soundtrack von dem Film. Platz 72, da befindet sich jetzt zum ersten Mal ein Superheldenfilm, der für mich aber eigentlich ein Standalone-Film ist. Ich finde, man muss keine anderen Filme gesehen haben, um diesen Film zu gucken. Logan the Wolverine aus 2017. In Logan geht es um den Superhelden Wolverine, der ja von den X-Men kommt. Aber es ist eigentlich ein Standalone-Film. Man braucht keine X-Men-Filme gucken, man braucht keine irgendwelche Marvel-Filme gucken, gar nichts. Man kann diesen Film alleine gucken. Es geht um den Lebensabend von Wolverine. Wolverine ist, kurz zusammengefasst für alle, die ihn nicht kennen, ist ein Superheld, der die Fähigkeit hat, dass er unsterblich, unverwundbar ist. Er hat unendliche Heilungsfähigkeiten. Also, du schneidest ihm den Arm ab, kein Problem, der Arm wächst nach. Du reißt ihm das Herz raus, kein Problem, das Herz wächst nach. In den Comics ist es, glaube ich, sogar so, genau, Deadpool ist aufgrund von Wolverine. Die haben Wolverine genommen als Vorlage und aus seiner DNA dann Deadpool gebaut. Ich glaube, in den Comics ist es sogar so, dass Wolverine stirbt, aber ein einziger Tropfen Blut bleibt übrig. Und aus diesem Tropfen Blut baut er sich komplett wieder auf. Also, er ist unsterblich. Aber was passiert, wenn man jetzt einem Wolverine, der unsterblich ist, am Ende seines Lebens diese Fähigkeit langsam entzieht und er wird plötzlich verwundbar und er ist plötzlich doch nicht unsterblich. Und auch Charles Xavier, der Leiter der X-Men, ist plötzlich am Ende seines Lebens und wird ein bisschen ballaballa, ne, ein bisschen senil, wie man so im Alter wird. Aber wenn jemand, der mit seinem Gehirn die ganze Erde kontrollieren kann, senil wird, was passiert dann mit der Erde? Hammerfilm, unglaublich dramatisch, unglaublich emotional und coole Action. Auf Platz 71 habe ich The Green Mile. The Green Mile ist ein Film, einer dieser Filme, die man einmal guckt und dann nie wieder. Ich werde den nie wieder schauen, weil er so mich berührt hat und mich so aufgerüttelt hat und ich so viel weinen musste bei diesem Film. Ich möchte diesen Film nicht nochmal schauen. In The Green Mile geht es, es ist ein Gefängnisfilm. Es geht um Gefängnisinsassen, die Todesstrafe, den elektrischen Stuhl. Da wird jemand zum Tode verurteilt, der aber eigentlich unschuldig ist und so weiter und so weiter. Schaut euch den auf jeden Fall an. Tom Hanks spielt die Hauptrolle, der spielt dann nämlich einen Gefängniswärter und Sam Rockwell spielt so ein bisschen den Antagonisten. Einige andere hochkarätige Schauspieler sind dabei, gönnt euch den Film. Fight Club auf der 70, da darf ich nichts zu sagen, denn die erste Regel des Fight Clubs ist, man redet nicht über den Fight Club und Regel Nummer 2 lautet, man redet nicht über den Fight Club. Trotzdem verstoße ich gegen diese Regeln und rede darüber. In Fight Club spielt Edward Norton die Hauptrolle, Brad Pitt ebenfalls, Helena Bonham Carter ist mit dabei. Es geht um einen Untergrund Fight Club, Jared Leto spielt sogar mit, um einen Untergrund Fight Club, wie der Name schon sagt, Männer, ich weiß nicht, ob auch Frauen dabei sind, das weiß ich gerade gar nicht mehr genau, wo sich Leute dazu treffen, sich zu verprügeln. Das ist der ganze Sinn hinter diesem Club, die treffen sich und prügeln sich. Ende. Da passiert der ein oder andere Plot-Twist am Ende des Films, explodiert euer Schädel, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Also wenn ihr so auf diese Plot-Twist-Filme steht, wo ihr am Ende euer ganzes Leben hinterfragt, Fight Club ist einer davon. Mega guter Film. Weiter geht's mit der Filmreihe The Transporter 1 bis 3, wobei ich da den zweiten und vor allem den dritten echt nicht gut finde, aber den ersten finde ich mega. Jason Statham, den ich sehr, sehr, sehr schätze als Action-Filmstar, spielt den Transporter. Du gibst ihm ein Paket, er bringt es an das Ziel, Ende. Er stellt keine Fragen, er öffnet das Paket nicht, er guckt nicht rein. Das ist natürlich vor allem so für Underground-Leute, ne, für Mafia-Menschen. Jetzt passiert es aber im Laufe des Films, dass ein Paket, das er bekommt, sich bewegt und aus diesem Paket kommen Schreie. Okay, in diesem Paket befindet sich also allem Anschein nach ein Mensch. Was jetzt passiert, wie sich diese Story entfaltet und die ganze Action, die dabei passiert, Jason Statham verprügelt so ungefähr 3000 Leute in dem Film und ballert sie weg. Mega cooler Actionfilm. Also so ein klassischer Männer Actionfilm, Gehirn aus, gönn, genauso ein Film ist Transporter. Auf Platz 68 habe ich zum ersten Mal jetzt in dieser Liste einen Quentin Tarantino Film, Django Unchained, mega, Christoph Waltz und Jamie Foxx und auch Leonardo DiCaprio spielen die Hauptrollen, eine Liebeserklärung an die alten Western-Filme von Quentin Tarantino, macht sehr viel Spaß, sehr, sehr, sehr viel Spaß. Schaut euch den auf jeden Fall an. Auf Platz 67 ebenfalls ein Quentin Tarantino-Film, nämlich Once Upon a Time in Hollywood. Das ist sein neuester Tarantino-Film. In Once Upon a Time in Hollywood spielt Leonardo DiCaprio einen Filmstar, der
einst mal ein großer Star war in den 50ern, jetzt aber eher nur noch so zweitklassige Rollen spielt. Der Film spielt also in den 60er Jahren. Es geht um die Hippie-Bewegung. Brad Pitt spielt seinen Stuntman und die beiden sind Best Friends, gehen durch dick und dünn. Margot Robbie spielt eine tragende Rolle in dem Film. Also im Nachbarhaus von Leonardo DiCaprio zieht, wie heißt er denn, Roman Polanski zieht dort ein. Also der Film beruht auf wahren Begebenheiten. Es geht so um diese Charles Manson Family, die ja in den USA in den 60er Jahren viele Stars und so weiter ermordet haben. Wie der Film sich entfaltet und wie er endet. Digga, am Ende des Films, ne? Da muss ich wirklich einfach sagen, kein anderer Regisseur schafft es so sehr wie Quentin Tarantino, dass Gewalt einfach Spaß macht. Also, du lachst dich einfach schlapp und schießt wirklich Lachflash. Du heulst vor Lachen, klatschst in die Hände. Wir haben im Kino alle gejubelt, wo eigentlich ein absolutes Massaker stattfindet. So, es werden einfach alle abgemetzelt. Aber Quentin Tarantino schafft es einfach, dass es einfach Spaß macht. ich liebe den Film. Also, ihr müsst zwar über die ein oder anderen Füße hinwegsehen, die der Tarantino da leider drin platziert hat, aber sonst macht der Film sehr viel Spaß. Weiter geht's. Auf Platz 66, okay, der gehört auf jeden Fall weiter nach hinten, der gehört eher so in die 90er Plätze. Der Film 96 Hours, beziehungsweise Originaltitel Taken. Liam Neeson spielt einen ehemaligen CIA-Agent. Seine Tochter wird entführt. Er hört das alles live über das Handy mit, während seine Tochter entführt wird. Der Entführer geht ans Telefon und Liam Neeson sagt: I don't know who you are, but I have a very particular set of skills. I will find you and I will kill you. Ja, und dann geht er los und spürt sie auf, lasert alle weg mit seinen krassen CIA-Skills, tötet alle und will seine Tochter befreien. Klassischer Männerfilm, Gehirn aus und angucken. Auf Platz 65 habe ich die Filme Sherlock Holmes 1 und 2. Damit meine ich die beiden neuen Verfilmungen mit Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes und Jude Law als Watson. Hans Zimmers Soundtrack, Mark Strong spielt den Antagonisten. Mega. Also mega krasse Filme. Brauche ich nicht viel zu sagen. Es geht um Sherlock Holmes, Meisterdetektiv, der Fälle löst. Guckt es euch einfach an. Auf Platz 64 habe ich einen Science-Fiction-Film mit Tom Cruise in der Hauptrolle, der ja sehr viele Science-Fiction-Filme macht. Oblivion habe ich hier an der Stelle. In Oblivion geht es darum, die Welt ist untergegangen, die Apokalypse ist passiert. Tom Cruise spielt einen der letzten Überlebenden, der jetzt noch die Welt erforscht und nach Überlebenden sucht und sich um den Planeten kümmert, Forschungen anstellt und so weiter. Und dann stellt sich allerdings raus, dass gar nicht alles so ist, wie es scheint. Und so alleine, wie Tom Cruise glaubt, wie er ist, ist er gar nicht. Jeder zweite Film Weltuntergang. Ja, ich mag Weltuntergangsfilme irgendwie. Ich mag diese Prämisse von alles ist Kacke, wir machen das Beste draus. Die sind dann immer so mahnend, weil wir Menschen halt unsere Erde kaputt machen. Ich finde die Idee dahinter immer ganz gut, wenn Filme darauf aufmerksam machen. Gut, so viel dazu. Platz 63 belegt bei mir Zombieland 1 und 2, vor allem 1. Zombieland ist ein Comedy-Horrorfilm. Also es geht eigentlich sehr wenig um Horror. Ist halt eine Zombie-Apokalypse, ne? Es ist halt blutig, Splatter, es laufen halt Zombies rum, den schießt man in den Kopf, um sie zu töten. Überall sind Eingeweide etc. Klar, aber das Ganze als Comedy-Film macht sehr viel Spaß. Und da fällt mir gerade ein, eigentlich hätte ich auch noch die Cornetto-Trilogie an der Stelle erwähnt. Nämlich Hot Fuzz und, wie heißt der? The World's End. Und wie heißt der dritte? Shaun of the Dead, ne? Die drei Filme an der Stelle auch auf jeden Fall erwähnenswert. Ebenfalls Comedy-Filme, die aber in einem Horrorszenario stattfinden, aber lustig sind. Die auch auf jeden Fall erwähnenswert an der Stelle würde ich dann, die teilen sich jetzt Platz 63 mit Zombieland 1 und 2. Ja, das ist auch somit das einzige im Bereich Horror, was ich auf der Liste habe. Ein Horrorfilm kommt noch, aber ansonsten, ihr kennt mich, ich bin nicht so der krasse Horrorfilm-Fan. So, ihr seht schon, wir sind beim Rating 8 von 10, ne? Also es kommen jetzt sehr viele 8er, 8,5er und so. Auf Platz 62 habe ich I Am Legend, wieder Will Smith in der Hauptrolle. Die Erde ist mal wieder untergegangen, denn ein Virus hat sich verbreitet, beziehungsweise ein Impfstoff sollte gegen dieses Virus entwickelt werden. Das kommt uns doch irgendwo bekannt vor. Die Menschen verwandeln sich in Zombies. Zombie-Apokalypse. Will Smith ist der letzte Überlebende, lebt mit seinem Hund Sam, mit seiner Schäferhündin Sam, lebt er in New York, in Manhattan, sucht jeden Tag nach irgendwelchen Überlebenden, er sucht jeden Tag nach Vorräten, nach Proviant und so weiter. Ja, schaut euch den auf jeden Fall an, macht Spaß. Auf Platz 61 habe ich einen Film namens Argo, meiner Meinung nach Ben Afflecks bester Film zusammen mit Gone Girl. Argo behandelt folgendes Thema, das ist auf wahrer Begebenheit, ich glaube in den 70ern ist das passiert, da waren im Iran Unruhen und die Regierung hat gewechselt von den
Amis platzierten Regierung zu der radikal-islamistischen oder radikal-muslimischen, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, Regierung. Nee, nicht islamistisch, das ist falsch. Radikal-muslimisch, so. Auf jeden Fall, während dieser Unruhen und diesem Bürgerkrieg etc. sind die amerikanischen Mitarbeiter in der Botschaft, sind dort eingesperrt. Und jetzt möchte die CIA versuchen, diese amerikanischen Botschafter aus dem Iran rauszuholen. Und die Grundidee dahinter ist, wie kommen wir jetzt in den Iran rein, ohne dass das auffällt, weil die schicken uns Amis eh wieder zurück. Und dann überlegen die sich, lasst uns doch so tun, als würden wir einen Film drehen. Dann gründen die eine Filmproduktionsfirma, schreiben ein Skript, brauchen natürlich dafür Investoren etc. etc. und schicken jetzt eine Filmcrew, die aber eigentlich aus CIA-Agenten besteht, in den Iran, um dort einen Film zu drehen. Aber eigentlich wollen sie die Leute aus ihrer Botschaft holen. Macht sehr viel Spaß, ist sehr spannend. Tatsächlich hatte ich da auf jeden Fall ganz krass die Kritik dran. Die Amis stellen sich selbst natürlich wie immer als die krassen Helden dar. Eigentlich hatten die Kanadier, die hatten, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die größte Leistung in diesem Problem erbracht. Aber die Amis stellen so dar, als hätten sie natürlich hier wieder die Welt gerettet. Klar, wie immer. Aber trotzdem sehr spannender Film. Auf Platz 60 habe ich, wie vorhin angekündigt, dann wiederum den letzten Horrorfilm auf dieser Liste. Der einzige wirklich Horrorfilm, der einfach Angst macht, den ich aber so verdammt gut finde, dass er auf diese Liste gehört, The Shining. Shining ist ein Film aus dem Jahr 1980, basierend auf einem Stephen King Roman. Jack Nicholson spielt die Hauptrolle in einem gruseligen Hotel, das mitten in den Bergen ist. Da passiert im Winter gar nichts. Im Winter ist dort niemand und Jack Nicholson soll mit seiner Familie dorthin reisen und sein Job ist, auf das Hotel aufzupassen während des Winters. Er ist dort alleine mit seiner Family im Hotel, aber in diesem Hotel passieren übernatürliche Dinge, gruselige Dinge, seltsame Dinge. Boah, alter Schwede. Also, der hat's echt in sich. Ich habe richtig Angst gehabt beim Film Shining, aber der ist verdammt gut. Also, gönnt euch, wenn ihr Bock auf einen Horrorfilm habt, Shining ist heftig. Ihr werdet richtig Albträume kriegen, glaubt mir. Aber totally worth it, guter Film. Auf Platz 59 habe ich wieder einen neuen Plot-Twist-Mindblow-Film. Die üblichen Verdächtigen. Engineering Giraffe, Dankeschön für 11 Monate Resub. In Die üblichen Verdächtigen spielt Kevin Spacey die Hauptrolle. Es geht nämlich um eine Gruppe von Verdächtigen, die verdächtigt werden, ein bestimmtes Verbrechen begangen zu haben. Die werden jetzt alle einer nach dem anderen verhört. Da passieren aber ein paar Dinge, die am Ende zu einem sehr krassen Plot-Twist führen. Ich kann gar nicht so viel mehr dazu sagen, ohne zu viel zu verraten. Schaut ihn euch an. Es gibt den gerade auf Amazon Prime. Gönnt euch die üblichen Verdächtigen. Hammerfilm. Auf Platz 58 habe ich The Revenant, der Film, der Leonardo DiCaprio endlich seinen verdienten Oscar als Hauptdarsteller eingebracht hat. The Revenant behandelt die Geschichte vom Gold Rush, also wieder diese Pocahontas-Thematik. Die Ureinwohner Nordamerikas kämpfen mit den neuen Kolonialisten, die dorthin gekommen sind, um sich Gold zu gönnen. Und Leonardo DiCaprio spielt einen dieser Kolonialisten, der im Kampf verschollen geht, glaube ich. Der wird dann aber von einem Bär angegriffen. In einer unglaublich krassen Szene kämpft er mit einem verkackt nochmal echten Bären. Digga, diese Szene sieht so krass aus. Ist jetzt mega krass verwundet und kämpft jetzt um sein Überleben. Sehr krasser Film. Der ganze Film ist super weitwinklig gefilmt. Du fühlst dich die ganze Zeit mittendrin. Er sieht wunderschön aus. Er fühlt sich einfach krass an. Den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Gibt's auf Amazon, Netflix und auch auf Disney Plus gerade zu streamen. Auf Platz 57 habe ich den Film V wie Vendetta. In V wie Vendetta spielt die Guy Fawkes-Maske eine große Rolle. Es geht nämlich um eine Dystopie in der nahen Zukunft, in der ja im Prinzip eine linksradikale Anti-Regierungsbewegung stattfindet. Das Volk möchte sich seine Rechte zurückkämpfen und nicht nur, dass die Reichen reicher werden und die Armen ärmer. So viel mehr kann ich dazu gar nicht erzählen. Der Hauptcharakter ist V, also V. Das ist ein maskierter Rächer, der einfach haufenweise, ich glaube, korrupte, reiche Leute einfach tötet auf der Straße und ist damit so ein Anti-Held. Da wird noch eine sehr krasse Hintergrundgeschichte zu erzählt. Am Ende kriegen wir, boah, so krass, krasser Plot-Twist. Gönnt euch. Ähnlich wie V wie Vendetta hat sich außerdem angefühlt Equilibrium mit Christian Bale in der Hauptrolle. Kann ich euch auch empfehlen, aber der hat sich echt gezogen. Equilibrium fand ich ziemlich langweilig an einigen Stellen. Also die Grundprämisse von Equilibrium ist, die Menschheit, alles an Krieg und so weiter, all das Übel, das die Menschheit sich zufügt, findet ja eigentlich nur statt, weil wir Menschen aus Emotionen handeln. Weil wir uns hassen, weil wir uns lieben, weil wir eifersüchtig sind und so weiter. Und in Equilibrium geht es darum, das Wort steht ja für Gleichgewicht, in einer dystopischen nahen Zukunft kommt die Menschheit auf die Idee, lasst uns doch einfach jeden Menschen dazu zwingen, keine Emotionen
Emotionen zu haben, nämlich so eine Chemikalie. Pff, alle Emotionen sind abgestellt, der Mensch handelt nur noch rational. Keine Kriege mehr, keine Kämpfe mehr, keine Verbrechen. Verbrechensquote geht Richtung Null. Aber natürlich gibt es einzelne Leute, die sich dagegen wehren wollen. Christian Bale spielt in der Hauptrolle einen Polizisten sozusagen, also jemanden, der für die Regierung arbeitet und der Leute ausfindig macht, die sich weigern, diese Chemikalie zu nehmen und sie entweder dazu zwingt oder sie tötet. Irgendwie so. Ja, die Grundidee ist sehr cool. So das zweite Drittel des Films ist aber komplett langweilig. Am Ende gibt es einen fetten Showdown, macht Bock, aber da fand ich V wie Vendetta besser, deswegen habe ich den hier mit auf die Liste gepackt. Auf Platz 56, Good Will Hunting. Matt Damon in einer seiner besten Rollen. Ben Affleck spielt hier ebenfalls mit und die beiden haben zusammen sogar das Skript geschrieben und den Oscar dafür gewonnen. In Good Will Hunting geht es um den Hauptcharakter Will Hunting, der ein verstecktes Genie ist, ein Mathe-Genie. Aber er kommt aus ärmlichen Verhältnissen und konnte sich niemals eine gute Bildung leisten. Es stellt sich jetzt aber im Laufe des Films raus, dass er eigentlich mega krass ist. Robin Williams spielt seinen Therapeuten, der dieses Genie in ihm und das Potenzial in ihm erkennt und das Ganze fördern möchte. Sehr emotional. An einer Stelle habe ich Rotz und Wasser geheult, nämlich die Stelle, für alle, die den Film gesehen haben, du bist nicht schuld, it's not your fault. Die Stelle, boah, ich habe geheult, Alter, die hat mich richtig umgehauen. Auf Platz 55, Memento. Memento ist der erste Christopher Nolan-Film auf dieser Liste. Ihr werdet sehen, da werden noch einige andere folgen. Ich bin ein riesiger Nolan-Fan. Ja, Memento ist aus dem Jahr 2000. Guy Pearce spielt die Hauptrolle. Der Film Memento läuft vorwärts und rückwärts gleichzeitig, beziehungsweise nacheinander. Anders als Tenet, dazu komme ich gleich. Bei Memento ist es so, wir sehen eine Szene mittendrin. Er ist in einer Schießerei und der Hauptcharakter hatte einen Unfall und durch diesen Unfall ist sein Kurzzeitgedächtnis kaputt gegangen. Er weiß noch alles, was bis zu dem Unfall passiert ist, aber seit dem Unfall kann er sich nichts mehr merken. Er vergisst also alles, was vor 5 Minuten gewesen ist. Und genauso wie dieser Hauptcharakter wissen wir auch nicht, warum ist er in dieser Schießerei. Bam, 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 bam. Er handelt so und so und so. Bam, cut. Das war jetzt also hier hinten die Geschichte. Bam, cut. Wir sehen in Schwarz-Weiß die Vorgeschichte. Wir sehen etwas, was vor der Handlung des Films passiert ist und erklärt, warum diese Szene gerade passiert ist. Bam, die Szene ist vorbei, wieder in Farbe. Sehen wir jetzt genau die 5 Minuten, die vorher passiert sind, vor der Schießerei. Und wir sehen jetzt, wie es zu der Schießerei kam und sind so, ah! Aber wir wissen wieder nicht, was ist vor dieser Szene passiert und sind wieder verwirrt. Bam! Vorgeschichte. Und der Film läuft rückwärts und vorwärts gleichzeitig. Und das Finale des Films passiert in der Mitte. Das ist der große Höhepunkt des Films, die Mitte der chronologischen Reihenfolge. Mega! Und das war, glaube ich, auch irgendwo die Vorlage dann für Tenet. So diese Idee hat Christopher Nolan dann angepackt und daraus 20 Jahre später Tenet gemacht. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, Memento, Mega-Film. Auf jeden Fall. Lange Zeit auch in meiner Top 5 gewesen. Gönnt euch den. Auf Platz 54, American History X. Edward Norton spielt einen ehemaligen Neonazi, der im Gefängnis saß für seine Taten, jetzt rauskommt und jetzt für seinen kleinen Bruder da sein möchte. Sein kleiner Bruder ist nämlich genau in diese Neonazi-Szene reingerutscht, aus der er jetzt ausgebrochen ist. Und er möchte versuchen, seinem kleinen Bruder dabei zu helfen, dort rauszukommen. Ein Filmdrama ohnegleichen, sehr viel Gänsehaut, am Ende sehr, sehr, sehr. Ja, ich sag gar nicht, ich wollte gerade eine Emotion sagen, die nenne ich gar nicht, weil das würde spoilern. Mega guter Film. So, ich werde jetzt hier tausendfach gefragt, kennst du Knives Out? Warte doch erstmal ab. Kennst du das Vermächtnis des Geheimbuches? Ja, ich kenne die National Treasure-Filme mit Nicolas Cage. Die haben einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Aber die sind nicht in meiner Top 100. So, weiter geht's. Platz 53. Ich habe auch ein paar Disney-Filme. Also Honorable Mention. Alle Disney-Filme, die jetzt nicht auf dieser Liste sind, sind trotzdem ganz, ganz, ganz tief hier drin verankert. Und ich kann jeden davon eigentlich euch auch empfehlen. Alles so von diesen Standard-Disney-Filmen. Pocahontas, Herkules, 101 Dalmatiner und so weiter. So, ich kann euch Toy Story, ich kann euch das alles empfehlen. Aber nur ein paar haben es auch auf die Liste geschafft. Unter anderem König der Löwen. Damit meine ich den Originalfilm aus den 90ern. Hans Zimmer Soundtrack. Einer seiner allerbesten Soundtracks. Gänsehaut. Ihr heult, Rotz und Wasser, wunderschöner Film, könnt ihr euch natürlich auf Disney Plus angucken. Ich glaube, eigentlich jeder Mensch hat schon mal König der Löwen gesehen in seinem Leben. Auf Platz 52 habe ich einen Comedy-Film. Ich weiß gar nicht, warum ich den so hoch gerankt habe. Der gehört eigentlich viel weiter nach hinten. Bad Neighbors 1 und 2. Bad Neighbors ist wieder so ein Seth Rogen Trash-Comedy-Film. Seth Rogen spielt einen Vater, der jetzt gerade ein Kind gekriegt hat, gerade ein Baby mit seiner Frau und die leben in so einem ruhigen Vorort, in so einer Siedlung in Amerika. Ganz klassisch, ne? Zeitungsjunge fährt auf dem Fahrrad, schmeißt die Zeitungen so.
klassisch. Im Nachbarhaus zieht jetzt aber Zac Efron mit Dave Franco und seiner ganzen Studentenvereinigung ein und die machen da Studentenpartys, so richtig College-Jungs, die es richtig krachen lassen. Das nervt natürlich diese frische Familie, die jetzt eigentlich versuchen wollen zu schlafen nachts, weil das Baby halt da ist. Wir haben jetzt die Idee, lass uns doch so tun, als wären wir auch cool und wir freuen uns an mit denen. Vielleicht schaffen wir es dann ja, dass die so ein bisschen ruhig machen. Mega lustig. Es geht natürlich alles schief. Macht sehr viel Spaß. Platz 51. Dort sehe ich alle Mission Impossible Filme mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Mission Impossible sind sehr coole Actionfilme. Es geht um eine eigene Einheit, eine imaginäre Geheimeinheit von Spezialagenten, die gegen bestimmte Verbrechen kämpfen. Mein liebster Mission Impossible ist tatsächlich der letzte, der sechste. Der heißt Fallout, glaube ich. In jedem Film steigert es sich immer krasser und krasser. Tom Cruise macht ja alle seine eigenen Stunts. Er macht alle Stunts selbst. Er steigert sich mit jedem einzelnen Film. In einem Film sagt er sich, weißt du was, ich klemme mich jetzt einfach außen an die Tür von einem startenden Flugzeug. Und er fliegt einfach los. Haben die echt so gefilmt? Nächster Film. Boah, wie kriege ich das gesteigert? Weißt du was? Ich lerne Hubschrauber fliegen. Dann hat Tom Cruise alleine eigenständig Hubschrauber fliegen gelernt und diese Stunt selbst gemacht. Nächste Steigerung. Weißt du was? Ich mache jetzt einfach Tandemsprünge. Ich springe jetzt einfach aus dem Flugzeug. Let's go. Richtig krass. Sehr, 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 sehr krass. Heftige Action, macht Spaß. Das waren Plätze 100 bis 51. Die Plätze 50 bis 1 gibt es dann im nächsten Video. Falls es schon online ist, verlinke ich es hier. Ansonsten verlinke ich in der Zwischenzeit hier meine Top 70 Serien, wo ich genau so einen Talk gemacht habe über die besten Serien. Schaut euch das gerne an. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr unterstützen. Bis dann, euer Matti und ciao.